Hallo, liebe Freunde des gepflegten, rundenbasierten Strategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Civilization 5 Gods and Kings. Wir versuchen das Osmanenreich, nun ja, von der Weltkarte zu tilgen. Und wir gucken mal, dass wir hier unsere Lenkrakete mit Umwegen irgendwie hier rüber bekommen. Es ist nicht so ganz einfach. Wir gehen erstmal mit ihr dorthin. Dort ist ein U-Boot in Saguntum. Haben wir hier unten noch gar nicht alles erforscht in Australien? Ich glaube, das U-Boot setze ich wirklich mal auf automatisch. Was haben wir hier? Den großen Propheten. Der kann jetzt hier einfach mal die Religion verbreiten. Sehr gut. Gut, und jetzt müssen wir hier noch in Oidu das Gerichtsgebäude in Auftrag geben. Was ist mit dir, mein Freund? Du kannst dich regenerieren. Und die Artillerie. Uiuiui. Ja, die rücken wir mal nach. Den Bomber graden wir ab. Und was ist jetzt noch? Ein Fallschirmjäger. Gut. Den bringen wir mal ein bisschen näher zum Feind. Und wir brauchen immer noch Arbeitskräfte oder Arbeitstrupps. Wir kaufen uns mal hier noch einen weiteren Bautrupp. So, er kann natürlich auch noch weiter vorrücken. Dann gehen wir dahin. Der Admiral. Haben wir nicht gesagt, dass wir hier Arbeitsboote brauchen? Aber wir müssen noch warten, bis in Istanbul der hier die Unzufriedenheit abgeklungen ist. Krass, guckt euch mal den Verteidigungswert an. Die Städte hatten vorher irgendwie so einen Wert zwischen 40 und 60. Also 60 wäre schon ziemlich gut gewesen. Ich glaube zwischen 40 und 50. Und jetzt sind es 120. Das ist schon ziemlich heftig. Geh du mal da hoch. Hier ist ein U-Boot. Geh mal da runter. Der kann erstmal das Eisen. Edelsteine anschließen. Ich sag schon Eisen. Edelsteine. Sehr gut. Was ist das? Das ist Eisen. Ein Zerstörer. Der geht mal dorthin, um einfach ein bisschen vor der Küste zu kreuzen. Genauso das U-Boot. Bereitschaft. Was haben wir jetzt hier? Einen Bautrupp. Was macht der hier unten? Höchstwahrscheinlich habe ich den gebaut, um hier die Sachen anzuschließen. Geh mal bitte da. Geh mal dahin. Der Kampfpanzer, der kann hier bleiben zur Sicherheit. Und die mechanische Infanterie. Alter, was macht der denn hier? Wie auch immer, wir verlegen das mal. Edelsteine. Da können wir, glaube ich, an den Arbeiter dorthin schicken. Erstmal die mechanische Infanterie dahin, genau. Gehen wir da. 5 Runden dauert das. Krass. So, und dann entlasten wir mal Mailand. Indem wir den Arbeiter hier hochschicken. Ach Quatsch, den Arbeiter, den Kampfpanzer natürlich. Die Infanterie. Du gehst auf Bereitschaft. Du schließt die Schafe an. Der Bomber gradet sich ab. Haben wir jetzt bald mal alle Einheiten? Oh, der kann wo angreifen. Düsenjäger. Den verlegen wir mal dahin. Und den auch dorthin. Einfach damit wir ihn näher am Feind haben. So, das wäre jetzt fast der Rundenwechsel gewesen. Den Kampfpanzer schicken wir nach Skandinavien. Und die Artillerie auch. Noch mehr Artillerie. Infanterie. Ist hier denn überhaupt noch eine Stadt? Ne, wir müssen wirklich hier hoch. Ja, dann gehen wir da hoch. So, er hat jetzt hier die Eisenbahn gebaut.
Was bringt Gold und Wissenschaft und plus 2 Nahrung? Ich bin unsicher. Ich glaube, ich baue den Handelsposten. Hier ist unser Flugzeugträger, auf dem wir auch mal Flugzeuge stationieren müssten. Wir schicken ihn mal zum Golf von Biscaya dahin. Und unser Zerstörer. Gehen wir hier auf Forschungskurs. Das Schlachtschiff würde ich eigentlich ganz gerne wieder irgendwie hier runter bewegen, weil hier sind wir marinetechnisch relativ schlecht aufgestellt. Und der Zerstörer hier kreuzt einfach mal vor der Küste. Noch mehr Einheiten. Eieieiei. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit den ganzen Einheiten machen soll. Bin ich gerade ziemlich überfordert. Ist der Elefant da überhaupt angeschlossen? Ja. Ist er? Ach, Artillerie. Na komm, geh hier hoch. Nächste Runde. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Okay, Florenz will Christentum haben. Wo sitzt denn Florenz? Da unten. Warum ist der... Ey, das war unserer. Ach nee. Das ist unserer. Und hier ist noch... Warte mal. Den holen wir uns erstmal. Florenz will das Christentum haben. Dann schicken wir doch mal unseren Missionar hier hin. Das dauert allerdings 6 Runden. So, der Düsenjäger, der kann sich... Kann der sich auf den... Yes, den verlegen wir mal dorthin. Das Schlachtschiff nimmt da mal die Schützen unter Feuer. Und der Kampfpanzer... Oh, das gehört zu... Ja, dann gebt den Arbeiter halt zurück. Meine Güte. So, guck mal. Da... Kannst du dir eventuell den Arbeiter holen? Nein, kannst du nicht. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen warten. Jetzt müssen wir nämlich wirklich mal hier ein bisschen nachrücken lassen, denn ihr seht schon, dort ist ein großer General und das ist natürlich immer so gefährlich. Und eigentlich müssten wir hier auch mal was für die Kultur bauen, denn die Stadtgrenzen hier gefallen mir nicht wirklich. Kultur, Monument. Und können wir noch irgendwas hinterher kaufen gleich, was Kultur bringt? Ein Amphitheater. Und du bewegst dich mal dorthin und... baust eine Mine. Er geht mal auf Bereitschaft. Eine Lenkrakete. Können wir die jetzt irgendwo... auf das U-Boot können wir die auch nicht verlegen. Ich will ja auch gar nicht angreifen. Ich will ja eigentlich... Mal gehen wir da hin. Bomber. Upgraden. Und der Admiral... Was machen wir mit ihm? Ich würde ihn gerne irgendwie an Einheiten binden, dass man die gruppieren kann. Das ist echt blöd, dass man die immer einzeln rumschicken muss. Das gefällt mir wirklich gar nicht. Schlachtschiff. So, geh mal dahin. Kann der Admiral da nachrücken? Nein, kann er nicht. Dann müssen wir ihm zum Schutz noch einen Zerstörer mitgeben. Und die anderen lassen wir hier regenerieren. Den Kampfpanzer... Schicken wir mal dahin, ihn auch dahin und die mechanische Infanterie auch dahin. Ja, vielleicht sollten wir vorher nochmal versuchen, hier dieses MG-Ding irgendwie auszulöschen. So, der Arbeiter schließt dort mal die Kühe an. Der Zerstörer geht auf Rundenwechsel. Was haben wir jetzt hier? Einen weiteren Kampfpanzer.
Tja, den brauchen wir jetzt hier nicht. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen aggressiver in Stellung, was hier den gelben Spieler angeht. Düsenjäger könnten wir jetzt, wir machen es mal, mal gucken, was das bringt. Ist wahrscheinlich nicht allzu viel. Ja, wir müssten jetzt mal, haben wir noch mehr Flugzeuge hier? Ah, noch einen weiteren Düsenjäger. Na komm, hier dann auch drauf. Fangen wir schon mal an, die Stadt quasi weich zu schießen. Und was ist jetzt hier? Die Infanterie kann sich regenerieren. Und wir haben einen Arbeitstrupp. Das ist gut. Der kann da mal hier Sägewerke erbauen. Und die Artillerie. Oh, ja, was ist das hier? Das Salz. Haben wir auch noch nicht. Ist auch neu. Haben wir irgendwo mittlerweile Kupfer gefunden? Ich glaube es nicht. So, ja, was soll's. Die stationieren mittlerweile mal hier. Nützt ja nichts. Hier ist ein Tarnkappenbomber fertig. Können wir den auf dem Flugzeugträger können wir den nicht verlegen. Das ist ungewöhnlich. Aber guckt euch mal die Reichweite von dem Teil an. Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das mal an, wie weit die fliegen können. Da kommt er. Ey, wozu ist das ein Tarnkappenbomber, wenn der trotzdem beschossen wird? Das ist ja totaler Quatsch. So, wie weit haben wir die Stadt jetzt runtergebombt? Oh, komplett. Okay. Okay. Dann hier, du das Weizen anschließen. Was soll ich mit dir machen? Du könntest mal hier. Guck mal. Eigentlich hätten wir ihn hier zerstören müssen. Na, das Geräusch, was der macht. Hallo? Oh, das war jetzt nicht so erfolgreich. Haben wir noch mehr Einheiten? Ne, die sind alle benutzt. Gut, dann, was haben wir jetzt hier? Handelsposten zwischen Aidu oder Oidu und der Hauptstadt. Das ist okay. Ankara ist gewachsen. 5 neue Bürger. Krass. Ja. Eine Gruppe Bürger des Stadtstaates Florenz hat von den Lehren der Religion Christentum gehört und will, dass ihr sie in ihrer Stadt verbreitet. Wenn die Religion Christentum zur führenden Religion wird, steigt euer Einfluss auf sie. Ja, sehr gut. Und Columbo hat das Projekt abgeschlossen. Wir wechseln die Runde. Noch nicht ganz. Kampfpanzer, dann dahin. Admiral, dahin. Schlachtschiff. Kann nichts machen. Was haben wir hier noch? Ein U-Boot. Schicken wir mal hier hoch. Ihn schicken wir mal. Wir setzen ihn jetzt einfach mal auf Erkunden hier. Er kann mal wieder hier rüberfahren. Und das U-Boot setzen wir auch auf automatisch. Und der Admiral kann mal zu ihm gehen. So, was machen wir mit dir, mein Freund? Beweg dich einfach mal da hoch. Der Admiral kann dort bleiben. Die Artillerie. So, what? Die rückt halt echt langsam nach. Das ist das Problem der Artillerie. So, jetzt aber Rundenwechsel. Ah, da wird der Kampfpanzer schon angegriffen. Aua! Ach so, okay, das war keine Einheit von uns. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Düsenjäger. Luftraumsäuerung gegen feindliche Flugzeuge. Beweg dich doch mal auf unseren Träger. Sehr gut. Und geh mal heilen. Können wir jetzt die Rakete? Nee, das geht nicht. Das mit der Rakete ist ja echt ein bisschen blöd. Was nützt sie uns denn dann? Wir geben sie mal hier hoch. Er kann sich heilen. Er kann sich heilen.
Er kann mal da angreifen. In der Zwischenzeit können wir hier die Tarnkappenbomber schon mal losschicken. Auf ihn. Und er dann auf ihn. Okay, dann können wir nämlich hier die Infanterie schon vorrücken lassen. Ey! Warum geht das nicht? Dann nehmen wir halt den Kampfpanzer. Ist mir doch egal. Das geht irgendwie nicht. Scheinbar ist er gerade... Jetzt kann ich auch die Karte nicht mehr bewegen. Nein! Müssen wir warten, bis die Flugzeuge ihre Aktion abgeschlossen haben? Ah ja, scheinbar. Gut, dann greif mal an. Greif an. Annektieren. Ja, das war jetzt alles ein bisschen komisch. Kann der Admiral? Nee, kann das Schlachtschiff? Super, das Schlachtschiff kann den nur zerstören. Okay. Dann sind wir jetzt hier relativ auf der sicheren Seite. Halt, nee, kaufen will ich nichts. Ich möchte ein Gerichtsgebäude in Auftrag geben. Ich bekomme die Einheit mittlerweile gar nicht mehr schnell genug nachgerückt. Er kann den angreifen. Und er kann sich jetzt höchstwahrscheinlich die Stadt holen. Und wir haben wieder einen Bautrupp. War es ein Bautrupp? Ja. Für Mailand. Geben wir zurück. Und wir annektieren die Stadt. Gut. Du regenerierst dich. Wir geben auch hier das Gerichtsgebäude in Auftrag. Und lassen dann mal alles hier nachrücken. Großer General. Schlachtschiff brauchen wir jetzt. Ah doch, guck mal dafür. Den Admiral rücken wir dorthin. Und das Schlachtschiff kann jetzt eh nichts machen. Okay, Artillerie brauchen wir gerade eigentlich gar nicht, weil wir durch die Bomber auch ziemlich gut aufgestellt sind, würde ich mal sagen. Deswegen bewege ich die Artillerie mal dorthin. Der Admiral geht auf Pause, der General bewegt sich dorthin. Du kannst mal weiter vorrücken. Produktion wählen in Newcastle. Tja, was machen wir da mal? Oh, die Schule natürlich. Die Bank. Kultur. Und Zufriedenheit. Da ist die Stadt, glaube ich, erstmal ein paar Runden beschäftigt. So, was können wir hier machen? Münzstadt wegen den Edelsteinen. Vielleicht machen wir... Ja, dann machen wir mal die Münzstadt. Und... schwere Entscheidung. Guck mal hier, Monument für Kultur. Und ein Hafen wäre... Ach, na gut. Ja doch, für Meeresressourcen haben wir ja. So. Er ist fertig regeneriert. Ich hoffe jetzt... Ach Gott, hier sind überall noch so Furzstädte. Eigentlich will ich die hier oben gar nicht haben. Andererseits, wenn wir dort die Städte nicht übernehmen, dann siedelt halt irgendjemand anders dahin. Und das ist natürlich dann auch nicht so geil. Er hat da sogar... Hat er hier von Mailand das weggenommen, die Zitadelle? Oder hat er die sich selber irgendwie dahin gepflanzt? Ich weiß es nicht. Guck mal, wir lassen ihn mal da stehen. Tarnkappenbomber hier drauf. Der fliegt natürlich jetzt sehr lange. Und wir haben ja gerade schon gesehen, dass wir in der Zeit nichts machen können, dass die... Bewegungen der anderen Einheiten da pausiert sind. Okay, der Zerstörer. Ich hätte gerne mal noch irgendwie einen herausfordernden Gegner, aber im Moment ist der, glaube ich, sind es sowas nicht in Sicht. Beweg dich mal da hoch. Kann das Schlachtschiff eventuell... Ja, kann es. Ist das witzlos. Okay, Missionar. Kann der hier irgendwas machen? Nö, kann er nicht, oder? Was ist, wenn wir ihn dorthin bewegen? Ihn bewegen wir mal wieder aus der Karte raus.
am besten irgendwie dahin, damit er nicht im feindlichen oder in... Also sagen wir mal so, dass er in eigenem Territorium steht. So, er kann nicht abspringen. Dann geht er halt zu Fuß weiter. Der Arbeiter baut das Sägewerk. Und er... Eieiei, naja, komm. Geht er hoch. Dauert halt eine Weile. Der Zerstörer steht dort gut. Wie lange dauert denn das noch? 5 Runden immer noch. Eieiei. Es macht auch keinen Sinn, wenn wir das Arbeitsboot jetzt hier bauen, weil eh das dann hier rumgefahren ist, sind es auch plus 5 Runden höchstwahrscheinlich. So, der Zerstörer, den setzen wir mal dahin, einfach um dort ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Der Admiral geht mal auf das Schlachtschiff. Das U-Boot. Ach komm, geh einfach mal da oben ein bisschen gucken. Noch ein Zerstörer. Den werden wir hier nicht brauchen, dann fahren wir halt dorthin. Gucken wir mal, was auf Island mittlerweile los ist. Und wir machen einen Rundenwechsel. Zumindest dachten wir das. Ja, rück mal du vor. Rück du mal vor. Du rückst vor. Oh, ein Arbeiter. Sehr gut. Geh du mal dahin und bau dort ein Sägewerk. Ein Schla... Wo kommt dieses Schiff her? Ist mir egal. Es ist weg. Kampfpanzer. Dahin. Jetzt aber wirklich Rundenwechsel. Und er will natürlich seine Haut retten, bevor wir ihn komplett vernichten. Er bietet uns sogar 3 Städte an. Und Frieden. Nö, wir lehnen das ab. Die Städte holen wir uns so oder so. Ich frage mich, was er da noch... Also er will sich nur die eine Stadt da behalten. Krass. Okay, also die... Goethe hat sein größtes Werk vollendet und zwar diese Liste. Ich glaube, Goethe ist längst tot. Wir sind im Jahre 1980. Oh Mann, Leute. Wir sind das Volk, das am meisten lacht, mit deutlichem Abstand vor Askia. Danach Cäsar, Isabella, Süleyman und Genghis Khan ist ein sehr verbissener Spieler. Jetzt ist ja einiges passiert. Wir können erstmal eine Produktion in Nottingham starten. Was bauen wir denn da? Ich glaube, wir pushen auch nochmal die Zufriedenheit. Stadion. Lilibeum. Keine Ahnung. Guck mal hier, Börse bringt mehr Kohle. Was haben wir noch im Angebot? Leeds möchte auch noch was bauen. Leeds hat noch keinen Kornspeicher. Oh, krass. Dann... Guck mal hier. Universität. Und eine Werkstatt wäre auch nicht verkehrt. Wir sind gerade in einigen Städten hier einige Sachen fertig geworden. Hier das Monument. Oh, die Universität macht auch Zufriedenheit. Das wusste ich gar nicht. Wir schicken mal, wir tun mal die Werkstatt hoch, weil die natürlich auch die Produktion pusht. Heieiei, jetzt sind ja überall die Sachen fertig geworden. Seehafen. Für Meeresressort. Ach nee, beim Bau von Marineeinheiten. Plus Gold. Okay, das bauen wir auf jeden Fall. Monument für Kultur, Zufriedenheit. Eine Fabrik weiß ich nicht. Aber eine öffentliche Schule. Ah, erstmal das Aquädukt und schieben das Aquädukt mal vor die Schule. Einheit benötigt Befehle. Das Schlachtschiff lasse ich trotzdem hier hoch bewegen und... Nein, nicht genug Reichweite. Gut, dann regenerier dich. Ihr rückt alle nach. Er hat nichts zu tun. Dann... Geh doch mal dahin. Du gehst dahin. Oh, hier ist eine Infanterie fertig geworden. Was machen wir mit ihr? Die lagern wir mal in der Zwischenzeit da. Bereitschaft. Artillerie.
Achso, nee, halt. Der Kampfpanzer, der kann sich mal kurz regenerieren. Er baut mal bitte... Guck mal, wir haben Salz. Geil. Bau doch mal die Straße... Halt, ja. Nach da. Düsenjäger. Greift an. Das Schlachtschiff greift an. Und den Kampfpanzer schicken wir direkt in die Stadt. Krass, dass er noch einen abschießt. Wir annektieren die Stadt. Was haben wir hier? Eine Infanterie, die sich regeneriert. Du überspringst mal. Jetzt gucken wir mal hier. Nochmal Produktion wählen. Ach so, okay. Natürlich das Gerichtsgebäude, das ist klar. Du gehst mal auf Schlafen. Wir müssen mal hier die ganze Liste abarbeiten. Handelsweg ist okay. Handelsweg, Wachstum, Wachstum. Und wir haben jetzt endlich Pelze. Damit pushen wir natürlich hier unsere Feiertags- und Wachstumskrams in den ein paar Städten deutlich. Oh, und Isabella hat das Manhattan-Projekt vor uns abgeschlossen. Ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet Atomwaffen. Wir können einen Tarnkappenbomber upgraden. Gegenstädte regenerieren. Der zweite... natürlich auch gegen... Was ist das? Gegen gepanzerte Einheiten. Regenerieren, regenerieren. Ja, Isabella hat das Manhattan-Projekt. Ich hätte es gerne selber abgeschlossen. Wir waren kurz davor in London. Schade. Und unser Abkommen mit Edel für Edelsteine mit Genghis Khan ist beendet. Das ist nicht so schlimm, denn wir haben mittlerweile selber Edelsteine. Hier drüben nämlich. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie es weitergehen soll, wenn wir jetzt vermutlich in der nächsten Folge das Osmanenland vernichten. Soll ich mich jetzt noch mit Isabella prügeln mit den Atomwaffen oder... Tja, keine Ahnung. Gibt es einen Kultursieg? Da müsste ich glatt mal nachschauen, was die Bedingungen dafür sind. Aber schreibt es mal, wie gesagt, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Civilization 5 Gods and Kings. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.